liebe Freunde, herzlich willkommen vom ADAC Sicherheitszentrum. Wir sind also gestern Abend hier sehr gut angekommen, haben eine ruhige Nacht verbracht auf dem ganz normalen Parkplatz. Aber es ist Sturm heute Morgen und es schüttet. Ja. Und wir wissen sowieso nicht, ob wir hier richtig eingeteilt sind mit dem Wohnmobil, weil hier kommen nur Autos mit Pferdeanhänger an. Also wir wissen überhaupt noch nicht, was uns hier erwartet, ob es überhaupt stattfindet bei dem Wetter. Also im Moment ist es so, Toni ist mal da reingegangen, um uns anzumelden. Und das erste Problem, was sich ergibt, Hunde sind auf dem Trainingsgelände nicht erlaubt. Ja, jetzt hat er aber schon mit denen gesprochen, die wären damit einverstanden, wenn Clara mitkommt. Sie darf aber nicht oder sie sollte nicht im Auto bleiben, weil der Herr befürchtet, wenn sie im Auto ist während der Übungen, dann geht sie hinterher nicht mehr rein, weil sie so Angst hat. Also müssen wir aufs Gelände. Und jetzt haben wir eben beschlossen, dass Toni alle Trainingseinheiten mitmacht und ich mich um Clara, den Regenschirm und die Kamera kümmere und um euch. Und wir mal gucken, was so passiert. Wir sind also heute hier die Backstage-Reporter vom ADAC-Sicherheitstraining. Ich bin sehr gespannt darauf. Toni kommt wieder. Sieht nicht richtig glücklich aus bei dem Wetter. Hi. Na? Ja, ich muss da jetzt wieder rein. Dann gibt's Einweisungen und was weiß ich. Ja. Du kannst hier warten. Das ist nett, danke. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich dann reinfahren und du bist halt dann zum Einweisen und so, und mit dem Gutschein überlegt sie sich was. Ah, okay. Ob wir den übertragen können. Ja, aber ja. Es macht keinen Sinn, wenn ich da auch. Nee, mitfahre. Sie hat dann auch noch gefragt, bleibt er vielleicht, kann der bei mir bleiben? Nein. Oh, sag ich. Die bleibt doch mal eine Stunde im Auto zur Not, ja, wenn wir mal weg sind. Aber bei Ihnen hier und wir gehen weg? Nee, nee, nee. Also, wir machen die Reportage heute, Freunde. Toni ist back. Ich bin wieder da, ja, ganz genau. Das war jetzt die Einführungsrunde sozusagen mit allen Mann und Anhänger. Hier sind, ich glaube, 4 Anhänger und 2 Wohnmobile sind wir. Und ja, komischerweise sagt er, dass für so ein Sicherheitstraining keine Wohnmobilgruppen zustande kommen. Das heißt, die Leute mit einem Anhänger sind eher bereit, das Geld auszugeben, um sich hier trainieren zu lassen, wie Wohnmobilfahrer. Also er sagt, die Wohnmobilfahrer müssen wohl alle von sich sehr überzeugt sein. Keine Ahnung wie, aus welchen Gründen auch immer. Aber Leute, so ist es. Deswegen haben wir uns gewundert, warum wir Wohnmobilfahrer jetzt mit den Anhängern zusammen sind. Aber er sagt, er kriegt keine Wohnmobilgruppen zusammen. Das ist der Grund. Also ich habe mich jetzt auch gewundert. Tatsächlich, ich nicht. Bei so vielen Wohnmobilen auf der Straße. Wärst du doch im Leben nie auf die Idee gekommen, dich hier anzumelden, wenn du nicht die Kutsche... Eben. Also das aber jetzt ich absolut, weil jetzt, du steigst ein und du fährst ja Auto. Das ist ja... Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, ja. Und was passiert denn hier? Also was hat er denn... Was? Ja, so Grenzbereiche halt, ja, Bremsen und sowas und wenn es halt glatt ist und was weiß ich, keine Ahnung, was jetzt noch auf uns zukommt. Rangieren und so, einweisen, da bist du dann auch gefragt. Verrückt, so. Tatsächlich. Ja. Toni hat jetzt auch ein Walkie-Talkie mitgebracht übrigens, allein damit wäre ich schon überfordert mit einem Walkie-Talkie. Du brauchst nichts machen, der labert ja nur dich voll. Also nicht der labert dich voll, sondern er meldet sich. Wir können ihn gar nicht erreichen. Hört er uns auch nicht? Weiß ich nicht, kann sein, dass er uns hört. Na toll, herzlichen Glückwunsch. So, los geht's. So Freunde, jetzt geht's los. Wir stehen alle in der Reihe hintereinander und warten einfach wieder, was passiert. Ja, wir sind jetzt alle mal gespannt. So richtig gespannt. Hier sind insgesamt drei Gruppen auf dem Gelände und hier wird ja alles trainiert. Also sei das jetzt Motorrad, sei das Fahranfänger und Fortgeschrittene sozusagen, die das nicht zum ersten Mal machen. Berufskraftfahrer werden hier auch trainiert. Man kann hier auch, glaube ich, so Zusatzführerscheine oder Zusatzqualifikationen auch irgendwie erwerben. Ja. Es ist ein bisschen gerade wie so in so einer Skigruppe, wenn alle die Theorie gelernt haben und dann geht's los das erste Mal zum Lift. So kommt mir das gerade vor hier. Das ist ja riesig hier. Nein.
Also der Leiter der Gruppe guckt in alle Klappen rein und überprüft es auf Sicherheit, ob alles die Ladung ordentlich gesichert ist und so. Und das in unserer Garage. Herzlichen Glückwunsch. Und weiter. So, Freunde, der Trainer hat jetzt hier mal einen schönen kleinen Kreis aufgebaut aus lauter roten Hütchen. Und der Toni soll jetzt den Kreis einmal vorwärts durchfahren und einmal rückwärts durchfahren und dann nochmal an ein Hütchen rückwärts ranfahren, um zu sehen, wie das Bild, was er in der Rückfahrkamera sieht, mit dem der Realität dann übereinstimmt. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Es ist sehr kalt und sehr nass, aber das wissen wir ja schon. Also wir gucken mal, wie der Toni das jetzt macht. Nächste Station, rückwärts einparken. Ich behaupte, Toni schafft das ohne mich. Mal gucken, wie es wird. Er will mich. Jawohl. Also er will mich, ich soll auf die vordere Ecke aufpassen. Von Greta, dann machen wir mal. Los geht's, Betonwand. Was soll ich denn auf die Ecke aufpassen? Das läuft doch hier wie geschnitten Brot. Also parken kann der Mann wie kein Zweiter. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut einparken kann. Du hast ja noch nie jemanden anderes getroffen. Doch, ich kann ganz viele Leute schon getroffen. Guck dir das an. Das machen wir ja. Das können wir auch. Ja? Das können wir. Also das können das wir können auch. Wir. Rückwärts ja? einparken Rückwärts. Können wir. Einer draußen stehen und der andere fährt. Das ja. können wir. So, im Moment ist es übrigens so, dass er für tatsächlich jedes Fahrzeug und jeden Fahrer eine extra Übung aufgebaut hat und auch vorher sich erkundigt hat. Der eine hat zum Beispiel gesagt, er kann nicht parken und gut rückwärts fahren und möchte das gerne üben. Und jetzt hat er also extra für den eine Übung aufgebaut und jetzt kann er das da machen. Und er guckt zu. Ich würde so gerne mal wissen, wie der Mann heißt. Toni meint, der heißt Günther, was ich besonders lustig finden würde, wenn Günther Greta trainieren würde. Also. Ah, rückwärts ausparken kann er nicht. Da merke ich was. Ey, was habe ich denn da festgestellt? Du kannst gar nicht rückwärts ausparken. Mal nochmal. Guck mal, er ist immer noch da, Clara. Er ist nicht weggefahren ohne dich. Ist er nicht? Wenn ich eins kann, dann ist das vorwärts und rückwärts fahren. Also rückwärts einparken oder sowas, das kann ich nicht. Aber wir haben gemerkt, rückwärts ausparken läuft nicht so gut. Das könnte man noch üben. Günther kommt schon, hat sich eine Kippe geholt und jetzt geht's weiter. Rückwärts ausparken lief nicht gut. Nächste Aufgabe. So, Günther kam jetzt und hat einfach die Hütchen ein bisschen enger gestellt. Gucken wir mal, ob das auch noch so gut klappt. Er macht's einfach. Er macht's einfach, oder, Leute? Aber in Real Life wärst du mit dem Arsch schön an der Wand oder dem anderen Auto langgefahren, was da zwischen den Hütchen steht. Das ist natürlich das Problem. Wenn es eine Wand ist, sehe ich es besser wie diese gedachte Linie von den Hütchen. Ja, sorry mal, ja. Ist so. Nee, die Wand hast du ja umgefahren, da siehst du nichts mehr. Richtig, aber wenn da eine Wand wäre, wollte ich sagen, eine richtige Wand, dann siehst du das ja in der Rückfahrkamera. Ja. Aber ich sehe in der Kamera die gedachte Linie von den Hütchen. Nicht. Die sehe ich halt nicht mehr. Nein. Ja. Aber es ist trotzdem toll gemacht. Aber es war ganz schön knirsch. Sah jetzt am Anfang, ich musste mal um die Ecke gehen, das sah nicht so gut aus. Gut. So, gut. Und jetzt? Können wir jetzt Mittag machen? Mittag machen. So, jetzt haben wir 45 Minuten Mittagspause. Die Kollegen sind alle Richtung Haupthaus gefahren. Da ist eine Kantine, da kann man sich vorher eintragen in so eine Liste, ob man was zu essen haben will oder nicht. Und was? Es gab drei Sachen zur Auswahl. Und wir haben das nicht gemacht. Wir warten jetzt hier die Dreiviertelstunde, essen auch was.
bis die wieder herkommen. Und dann geht's weiter. Bin mal gespannt. Wie fandst du denn bis jetzt so? Ja, ganz spannend. Also ja, was heißt ganz spannend? Bis jetzt war jetzt nicht unbedingt, wir müssen besser auf unsere Ladung achten. Das ist schon mal ganz klar. Ja, und dann haben wir halt hier so ein bisschen einparken und so. Aber das Tok, Tok, Tok können wir ganz gut, auch wir zwei zusammen. Wobei wir noch ein bisschen was jetzt gelernt und geübt haben. Ja, schlecht war das nicht. Schlecht gerade war auch, das was nicht. Das Einweisen angeht. Richtig. Und ja, mal gucken, was jetzt noch kommt. Also wenn wir jetzt ein Video machen zum Einweisen, läuft's richtig gut. So, ihr seht, die Mittagspause ist also jetzt vorbei. Jetzt geht's weiter mit Bremsübungen. Clara und ich warten mal draußen, weil wie gesagt, Clara sollte lieber nicht drin sein, wenn mal so eine Vollbremsung passiert, weil sonst würde sie hinterher nicht mehr ins Auto gehen, meinte Günther. Und wir schauen mal, wie Greta das so macht. Och, das war übrigens mit 50 km/h, so war die Vorgabe. Gehen wir mal davon aus, dass der Toni das auch gefahren hat. Es hat nicht mal gequietscht. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Okay. Das war ein Wohnwagen. Da gefühlt von uns Außenstehenden hier niemand eine richtige Vollbremsung hingelegt hat, ist Günther jetzt erstmal und hat allen erklärt, wie sie sich richtig ins Auto zu setzen haben, damit auch also die richtige Sitzposition einzunehmen haben, damit auch eine ordnungsgemäße, richtige, gefahrenabwendende Vollbremsung stattfinden kann. Ja. Toni sitzt jetzt ganz anders hier. Ja. Und auch nicht mehr gemütlich und nicht bequem, weil darauf kommt es nicht an. Haben wir eben gelernt. So ungefähr. Aber das gemütlich hat ja damit zu tun, dass man es einfach erstmal nicht gewohnt ist, so wie man jetzt, so wie ich jetzt mich hierher setzen soll, nach Angaben vom Instruktor. Aber er hat natürlich recht, wenn er sagt, wenn die Arme ausgestreckt sind oder weiter ausgestreckt sind und bei einem Aufprallstütz will man sich abstützen, weil es ein Reflex ist, ja, dann ist das alles gerade und es geht halt alles kaputt, ja. So wie ich jetzt sitze, kann ich mich gar nicht so wegstützen und hier ist immer noch ein Bogen drin, dass das hier abfedern kann, zum Beispiel. Und auch die Kraftausübung auf das Bremspedal ist bei der Sitzposition hier, die mir aber irgendwie sehr weit nach vorne, naja gut, wenn er sagt, das wäre jetzt so richtig, wesentlich stärker, weil ich mich mehr in den Sitz drücken kann und da einen Widerhalt habe, um in das richtig auf das Pedal drauf zu treten. Ich bin davon ausgegangen und die anderen Teilnehmer auch, dass wir alle gut gebremst hätten, aber er hat sich totgelacht. Ja, also das war eine Babybremse. Und also mehrere von uns standen draußen und haben zugeguckt und es sah wirklich bei niemandem so aus, als wäre das eine Vollbremsung gewesen. Ja. Es sah wirklich aus wie, ach, die Ampel ist rot, halt ich mal. Die ist kurzfristig rot geworden natürlich, so wie es immer ist in der Stadt, aber wir machen jetzt dann nochmal eine neue Runde, wenn alle ihre Sitze eingestellt haben und gucken mal, ob dann mehr Reifen quietschen. Achso, und die Rückenlehne soll halt so sein, dass wenn man die Arme aufs Lenkrad mit den Handgelenken legt, so oben drauf, dann sollen die Schultern hinten am Sitz dran sein. Ja? Also das ist bei mir jetzt auch noch nicht so ganz, aber noch weiter vor, das geht ja gar nicht. Ja. Aha. So, jetzt wird es besonders lustig, jetzt kommt nämlich richtig viel Wasser und wieder Bremsübung und ich glaube, ich bin hinterher ganz nass. Und da hinten auch noch Wasser. Schöne Pfützen. Okay, Greta, go! Krasse Nummer. Dankeschön, ja, was das bedeutet. Heftig. Gute Reise. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So,
So, nachdem alle Bremsmanöver durch sind, gibt es jetzt noch ein Ausweichmanöver für den Fall, dass einem ein Kind vors Fahrzeug läuft, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man an so manche Campingplatzsituation denkt. Gestartet wird mit 30 km/h. Pro Runde geht es dann 5 km/h schneller, sofern Günther das Fahrzeug dazu oder den Fahrer als in der Lage betrachtet. Wir sind gespannt, was passiert und warten auf unser Gretchen, die das ganz hervorragend macht. Klar, mit einem Günther als Trainer kann es gar nicht schieflaufen, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt. Da zwischen den beiden großen Hütchen muss gebremst werden. Und die kleinen umliegenden Hütchen, da ist das Kind, das auf die Straße läuft. Und da, wo der große Platz ist, die Lücke dazwischen, da sollen sie möglichst drauf zulenken und irgendwo dazwischen hoffentlich zum Stehen kommen. Okay, das scheint jetzt nicht wirklich gelungen gewesen zu sein, so wie er winkt. Der Trainer ist übrigens mit allen Fahrern über ein Walkie-Talkie verbunden. Die haben alle das Walkie-Talkie im Auto liegen und der Trainer sagt dann immer an, was gemacht werden soll und was nicht. Wir gucken mal, was der Fahrer dazu zu sagen hat. Ja, nicht viel anscheinend. Das müssen wir noch üben hier mit der Boxengasse und den Kommentaren dazu. Okay, also der erste Versuch war bei keinem der Teilnehmer so richtig erfolgreich. Gucken wir mal, was Greta jetzt macht. Der nächste Test findet hier statt. Neuer Versuch, ob das mit dem Interview in der Boxengasse klappt. Was sagt der Fahrer jetzt dazu? Eine erste Meinung zum Erlebten, bitte. Ja, ja. Okay, weiterfahren. Winken diesmal einfach nur. Interview ist, glaube ich, zu viel an dieser Stelle. Ist schon gut, dass man das mal macht, dass man extreme Situationen einfach nachstellt, dass man weiß, wie das Auto auch dann, also dass es alles funktioniert, so wie man es immer so hört. Man kann doch lenken, wenn man bremst, ja. Mit ABS und so, ja. Also ich habe es verstanden, wie es läuft. Wenn ich mich hinstelle und winke, beantwortet er nicht gestellte Fragen. Wenn ich frage, wie es war, winkt er nur. Wie schnell war das jetzt? 45. So, wenn es jetzt keine Änderung gibt, gibt es jetzt 50 km/h. Wie der schon um die Ecke gerauscht kommt. Ich frage mich auch gerade noch, ob er noch die Sitzposition hat im Auto, die er vorhin eingenommen hat, weil sie besser sein soll, ihm aber nicht so bequem erschien, sondern ziemlich bescheiden. Würde mich jetzt interessieren, aber er hat sie bestimmt noch drin, aber wir fragen ihn das gleich mal, ob er den Sitz wieder zurückgeschoben hat und die Lehne auch wieder nach hinten gestellt hat oder ob er immer noch so kerzengerade da drin sitzt. Müsste jetzt die zweite Runde kommen mit 50 km/h. Ist übrigens ein bisschen wie bei der siebte Sinn hier. Ich weiß nicht, die Älteren unter euch, so wie ich das auch bin, die kennen das vielleicht noch. Früher gab es das, ich glaube, es war jeden Sonntag kurz vor 8 oder kurz nach 7, ich weiß auch nicht mehr. Oh, jetzt kommt er. Auf jeden Fall ist es genau so hier, nur mit in echt und live und in Farbe. Heidewitzka, was war denn da los? Okay, die rauschen jetzt alle so darüber. Vielleicht ist es schneller als 50. Was war denn da los? Zu viel Gelenk. Zu viel Gelenk. So, sie kommen alle wieder zurück. Die Übungen scheinen beendet zu sein. Mal schauen, ob es das jetzt war von der Zeit her. Vermutlich, wir werden mal sehen. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, denn der Akku ist auch leer und ich habe keinen Akku. Der ist in Greta und bei Toni und ich habe keine Ahnung, wie ich daran komme. Okay, ich verabschiede mich noch nicht. Na, wie war's? Hast du die Sitzeinstellung noch so, wie er das gesagt hat? Ja, warum? Ja, weil wir uns dafür interessiert haben, ob das noch so ist. Ja, natürlich. Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, es ist mir zu ungemütlich und so. Nee. Stelle ich wieder zurück. Nee, das bleibt erstmal. So, unser Testfahrer ist wieder da. Das Fahrsicherheitstraining ist beendet. Wir machen ein letztes kurzes Interview, denn er ist
nicht erschöpft. Nein. Wie war es denn? Nee, es war hochinteressant. Es war wirklich hochinteressant, was wir alles gemacht haben. Diese ganzen Bremsvorgänge und diese ganzen Ausweichgeschichten und vor allen Dingen auch Bremsen auf den unterschiedlichen Bodenbelägen. Auch das mit dem Wasser simuliert, ja. Was er simuliert hat, festgefahrener Schnee und Kopfsteinpflaster, nasses Kopfsteinpflaster. So ungefähr war das auf dieser weißen Fläche, hat er gesagt. Vom Grip her, und da merkt man schon mal einen Unterschied, das ist schon enorm. Natürlich weiß man nicht, wie man reagiert in einer wirklichen Notsituation, ja. Da kommt der Schreck noch dazu und so weiter. Aber man hat es mal gemacht. Man ist mal dieses Extrem, voll in die Eisen zu gehen, überhaupt erst mal dahin zu kommen, dass man es überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Weil da muss man ganz schön reinlangen bei dem Fiat. Und dann auch noch zu wissen, dass das Auto sehr stabil bleibt, dass man also nicht in Panik verfallen muss, wenn man mal bremsen muss, das ist schon nicht schlecht. Da hat man sogar noch Zeit, nach links und rechts zu gucken, was machen die anderen. Ja, ehrlich. So entspannt kann man bleiben, also wenn man davon Entspannung reden kann. Aber das ist schon nicht schlecht, wenn man sowas mal gemacht hat. Also ich kann es nur empfehlen, wer mit dem Gedanken spielt, der soll nicht mit dem Gedanken spielen, der soll es echt machen. Ja, weil wir haben jetzt gehört, aber das habe ich aber glaube ich schon gesagt, dass die keine Wohnmobilgruppen zusammenkriegen, sondern immer nur mit den Gespannen fahren, weil es zu wenig machen. Leute, macht's einfach mal. Ja, also ich glaube hier der eine Kollege, der war ganz schön erstaunt über sich selber. Ja, und das war der Sunlight, den wir zwischendurch gesehen haben, und der ist dann über die weiße Fläche ganz schön ins Rutschen gekommen. Über die weiße Fläche hinaus ist ein bisschen geschlingert. Der war sehr erschrocken, glaube ich. Auch seine Frau, die stand neben mir. Wie ist das mit den Reifen insgesamt? Der Trainer sagt halt, fahrt mit Winterreifen, auch im Sommer. Ja, die Winterreifen sind für den Sommerbetrieb mittlerweile so gut. Und am Ende der Kilometerlaufleistung, ja, sind die 5 Jahre um. Und ihr wisst, das klingt zwar doof, aber es ist wirklich so, nach 5 Jahren verlieren die Reifen halt, die sind halt so hart, dass die keinen Grip mehr haben. Und dann, und auch der Gesetzgeber sagt ja alle 5 Jahre, ja, sollen die Reifen gewechselt werden, egal was für eine Profildicke. Und wenn ich dann natürlich 2 Sätze nach 5 Jahren wegschmeißen muss, die aber noch Profil haben, also Sommer- und Winterreifen, dann macht es Sinn, nur Winterreifen zu fahren, weil die halten die 5 Jahre. Also wenn ihr natürlich 50.000 im Jahr fahrt, ist es natürlich was anderes, aber die meisten fahren ja nur 10.000, 15.000 im Jahr höchstens. Und dann macht es Sinn, nur Winterreifen zu fahren, weil die sind dann nach 5 Jahren zwar fertig vom Profil, aber du kannst wieder neue und du hast immer einen ordentlichen Grip. Gut. Das zum Thema Reifen vom Trainer. Also insgesamt bleibt zu sagen, macht es doch unbedingt. Ein kleiner Anreiz, um dieses Fahrsicherheitstraining zu machen, könnte vielleicht sein, dass ihr am Ende eine Urkunde bekommt als Wohnmobilfahrer. Also es bekommt jeder, der teilgenommen hat, diese Urkunde. Aber Wohnmobilfahrer haben wohl bei der ein oder anderen Kfz-Versicherung einen erheblichen Rabatt, wenn sie an diesem ADAC-Fahrsicherheitstraining teilgenommen haben. Ja. Erkundigt euch einfach mal. Und dann, also nicht nur, es ist wirklich auch für Zuschauer hochinteressant, wenn ihr es beide machen möchtet, dann empfiehlt es sich, mit 2 Fahrzeugen anzureisen. Wir haben ja zwischendurch, oder am Anfang wollten wir ja gerne das beide machen. Das ging jetzt eben nicht. Und es wäre aber auch unpraktisch gewesen, mit einem Fahrzeug und zwischendurch dann immer das Fahrzeug oder den Fahrer zu wechseln, Sitz neu einzustellen und sowas. Das würde ich jetzt, also das... Ja. Ja. Ich finde es gut, dass wir jetzt erstmal entschieden haben, ich mache es heute nicht, sondern ich bleibe bei Clara und der Kamera und bei euch. Und wir machen es irgendwann. Den Gutschein haben wir noch, also richtig. Den haben die praktisch wieder freigegeben. Gehabt, ja. Da haben wir Glück gehabt, dass wir das so regeln konnten, ja. Dass der Gutschein noch da ist. Und es macht also wirklich keinen Sinn. Dann lieber 2 Termine wählen, wo einmal der eine fährt und beim anderen der andere fährt, dass man dasselbe Auto auch, was man ja fahren will oder auch sich dran gewöhnen will, dass man das dann unterm Hintern hat. Also kein geliehenes Auto, das würde ich halt auch nicht machen. Nein, das würde ich auch nicht machen. Ich würde mit dem fahren. Genau. Möglichst aber auch so, wie ihr damit reist. Also es ist jetzt auch jemand hier gewesen, der hatte ein leeres Fahrzeug dabei. Ich denke, es ist besser, wenn alles vollgeladen ist. Ja, also reisefertig, so wie wir halt auch. Ja. Dass man, weil dann reagiert das Auto ja nochmal ganz anders, wie wenn es leer ist. Ist klar, wisst ihr ja. Ja. So, Freunde, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Wenn ihr irgendwo eine Reporterin braucht bei der Formel 1 oder so, ich stehe zur Verfügung. Ich kenne das ja. Ich kenne das ja noch alles nicht. Genau, ich Testfahrer und sie Reporter, ja. Genau. Alles klar. Und vielleicht finden wir dann auch eine Möglichkeit, dass Clara nicht immer an meiner Leine hängt. Dann habe ich auch noch eine Hand frei für ein Mikrofon. Brauchte ich ja jetzt nicht. Nee. Gut, danke euch fürs Zuschauen. Danke für euer Interesse. Viel Spaß, wenn ihr selber hierher fahrt. Ja, auf könnt jeden ihr ja Fall. Gerne mal schreiben oder vielleicht wart ihr ja auch schon mal hier. Das gibt es sicherlich nicht nur hier in Gründau. Das gibt es sicherlich auch noch in anderen Standorten in Deutschland. Ja. Regional. Einfach mal beim ADAC gucken. Ist ja jetzt hier Hessen-Thüringen und beim ADAC mal gucken, genau, und dann weiß man das ja. Es gibt ja auch, also Hümer zum Beispiel bietet das ja auch an. Das muss ja jetzt nicht vom ADAC sein. Richtig. Es gibt, glaube ich, mehr Möglichkeiten, Fahrsicherheitstraining zu machen. Und ist auch ein schönes Geschenk. Also so ein Weihnachtsgeburtstag oder sonst was Geschenk, wenn man weiß ja immer nie so richtig, was schenke man dem, ja. Für Männer immer auch, kann man immer. Ja, gut. Für die Damen auch. Es waren sehr viele Damen hier mit Anhänger, die das lernen wollten, die mehr Sicherheit kriegen wollten, ja. Stimmt. Das war auch kein Problem. Sind also eigentlich das mehr Frauen gefahren ja, als Männer? Ja, es sind überhaupt mehr Frauen wie Männer gefahren, ja. Also. Traut euch, macht's einfach, probiert's aus. Es macht riesen Spaß es und macht es Spaß. Ist hochinteressant auch zum Zugucken. Genau. Danke, bis dann. Tschüss.